Hallo und herzlich willkommen zum LS19 Singleplayer Projekt. Ich habe mir gedacht, ich starte mal eine LS19 Singleplayer Projektkarriere hier. Also ganz normaler Karrieremodus auf mittlerem Schwierigkeitsgrad. Ich kann mal eben kurz die Einstellungen zeigen. Ich habe nämlich schon knapp eine halbe Stunde gespielt. Ich habe auch eigentlich schon eine Folge aufgenommen. Aber da hat was mit der Mikrofoneinstellung nicht ganz hingehauen. Deswegen werde ich nicht veröffentlichen, deswegen wird das hier die erste Folge. Dann überhaupt die Einstellung hier. Hä? Was ist denn der Scheiß? Geht ja gut los hier. Da, genau. Ja, Zeit werde ich dann halt immer je nachdem ein bisschen umstellen, was ich brauche. Ich werde ja am besten ohne Geld cheaten spielen. Genau, hier war der Helfer schon eingestellt. Ist in der ersten Folge auch nicht so viel passiert. Habe halt ein paar Fahrzeuge gekauft. War sowieso relativ langweilig. Mein Ziel ist es, ja, mit der Viehhaltung, mit den Kühen anzufangen. So ist zumindest der Plan. Genau, es wird jetzt ja so alle ja zwei, vielleicht zwei, drei Folgen die Woche kommen und dann um die 15 Minuten. Das ist zumindest so das Ziel. Und wenn Keller oder so mal Bock hat, dann werden wir die Map hier auch im Multiplayer mit euch zocken. Und dann halt ohne Mods. Ich habe nämlich jetzt Mods drin. Nicht viele, aber so ein paar, die es halt auf Mod Hub gab. Also wenn ihr, oder wenn ihr eine andere Map habt, dann könnt ihr die ruhig mal vorschlagen. Ich hätte auch Bock auf eine andere Map. Am liebsten ja, irgendwas Kleines, nicht zu groß. Also sollte von der Flächengröße her nicht größer sein als die Standard-Map hier. So, vielleicht sollte ich erstmal. Ja, ist die Frage, wie mache ich das jetzt? Also, mache ich jetzt erstmal Strohballen? Ja, also Map und Mod-Vorschläge immer in die Kommentare. Dann gucke ich mir die mal an. Ich habe natürlich jetzt auch keinen Bock, hier alle 10 Folgen die Map zu wechseln. Aber wenn ihr jetzt zu Anfang irgendwie eine, wenn schon eine geile Map gibt, dann schlagt die mal vor, dann würde ich die zocken. So, ja, wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Geld, müssen wir behalten für die Tiere. Wir kriegen natürlich jetzt auch ein bisschen Geld von dem Weizen, was wir da dreschen. Was habe ich jetzt eigentlich für Felder gekauft? Muss ich mal gucken. Feld 20 und 31. Eigentlich möchte ich noch ein drittes Feld dazu haben. Das wäre eigentlich ganz gut. Wie sieht das denn mit dem Wachstum aus? 28 ist fast fertig. Was ist da drauf? Mais, ne? Ist Mais? Ja, ist Mais. Nee, doch. Ja, ist Mais. Was kostet das? 100.000. Ja, komm, ich kaufe mir Feld 28 noch dazu. Und dann kaufen wir uns mal eben eine Presse. Nee, was heißt kaufen? Die mieten die am besten. Wenn ich die finde. Mal so unübersichtlich hier. Ballentechnik da. Was machen wir? Wir machen am besten Quaderballen. Ja, für 5000 Mieten. Und einen Ballensammelwagen. Mieten wir uns auch mal eben. Ja, Ziel ist halt, möglichst wenig zu mieten, denn sonst wird man hier ganz hart Geldprobleme kriegen. Deswegen habe ich mir das meiste gekauft, halt relativ viele kleine Maschinen, weil sonst das Geld halt nicht ausreicht. Kredit habe ich schon voll ausgenommen. Ausgenommen, aufgenommen natürlich. Oder? Ja, mehr Kredit geht nicht. Das heißt, 220.000 ist jetzt das, was wir noch geldtechnisch zur Verfügung haben. Und da muss ich jetzt ein bisschen sparsam mit umgehen. Anschalten, Pickup runter und go go. Ja, Leistung lässt zu wünschen übrig. Ja, der die war doch 140 PS stand da doch, oder nicht? Also kann ich nicht auch schon mal weiterfahren, während ich im Händlermenü bin?
Was hat der denn? Was hat der denn? Was hat der denn? 145 PS. Müsste also reichen, aber. Ja, bergauf hat er so ein bisschen seine Probleme hier. Ich fahre auch ohne Lenkrad oder so, also ganz normal mit Tastatur und Maus. Weil ich halt noch keinen Bock habe, mein Lenkrad anzuschließen. Mach ich vielleicht noch, muss ich mal gucken. Was war denn hier auf Feld 20 am Hof? Zuckerrüben. Zuckerrüben ist natürlich doof. Na gut, wir fahren hier mal eben weiter. Ja, hier jetzt mit 6 km/h bergauf ist natürlich echt ein bisschen scheiße. Wäre es, glaube ich, fast schlauer, mit ausgeschalteter Presse bergauf zu fahren und dann immer von oben runterfahren beim Pressen. Das glaube ich, sinnvoller. Naja, also wie gesagt, wenn ihr Mods habt, am liebsten würde ich halt mit Youngtimern und Oldtimern spielen, aber da gibt es halt im LS relativ wenig Auswahl. Aber wenn ihr da irgendwas Gutes habt oder so, dann gern her damit. Ja, also bergauf mit 7 oder 6 km/h schockt natürlich nichts. Bergab 20. Das heißt, ich werde die Presse gleich ausschalten und leer wieder hochfahren. Denn das geht deutlich schneller. Ja, wobei, kommt drauf an, wie schneller bergauf kommt. Ja, auch nicht schnell. Na, 20 immerhin. Ich hoffe auch, dass das jetzt mit meiner Mikrofonlautstärke hinhaut. Als ich das eben getestet hatte, hat's auf jeden Fall funktioniert. Deswegen gehe ich mal davon aus, das sollte jetzt hinhauen. So, der erste Ball müsste jetzt gleich fallen. Weiß gar nicht, von Kursplay gibt es, glaube ich, auch schon eine Beta oder so. Die müsste ich mir mal runterladen. Denn im Singleplayer ohne Crossplay kannst du eigentlich vergessen. Maiswechseln oder sowas, das geht halt ohne gar nicht. Da wir jetzt auch mit der Viehhaltung anfangen, bräuchte ich halt auch relativ zügig Mais auf Feld 28. Ja, 28 ist ja auch Mais drauf. Würde ich den schon direkt häckseln. Apropos Häckseln, da fällt mir ein, was ich auf jeden Fall noch kaufen muss, bevor ich kein Geld mehr habe. Wo ist es? Da. Ja, wir kaufen uns mal erstmal ein kleines Silo. Oh Gott. Hin. Gott, der Trecker fährt die ganze Zeit weiter. Beeilung. Weiß ich nicht, wo setzt man das hin? Hier so? Vielleicht? Wie da so? Ja.
Einfach mal da hinsetzen. Dann ist die Frage, was ich hier als nächstes drauf sehe, weil ich brauche ja theoretisch auch noch irgendwo eine Grasfläche, um Heu zu machen. Oder ich setze die Heufl die Grasfläche direkt am Hof auf Feld 20, wenn da die Rüben runter sind. Dass ich da Gras anpflanze. Ich glaube, das ist. Wobei hier ist außenrum auch. Hier ist eigentlich voll die. Wobei, hier ist voll die große Grasfläche nebenan. Kann ich da mähen? Gehört mir das noch? Ach lol, das ist ein Feld. Ah. Stehe. Ne, da ist aber kein Gras drauf. Was ist denn das? Doch. Nee. Doch, ist Gras. Aha. Ja, genau. Wie mache ich das? Leisten kann ich mir das Feld nicht. Ich muss noch ein bisschen Geld aufsparen, um halt schon mal einige Tiere zu kaufen. Weil sonst verdienst du nichts. Das ist schon fast voll. Den können wir mal abtanken. Ah, hält auch direkt an. So, mach voll den Kram. So, holen wir nochmal eben den John Deere hier und nehmen uns den Ballenwagen vom Händler und sammeln schon mal die Ballen ein. Dann können wir gleich den Grubber da schon mal einschalten, dass der da schon mal anfängt. Ich glaube, ich setze mal auch eben die Zeit hoch, dass die Felder hier relativ schnell wachsen. Pflanzensterben habe ich übrigens ausgemacht, Fruchtzerstörung an, Pflügen habe ich aus, Kalk habe ich aus. Vielleicht stelle ich das auch irgendwann noch mal an, aber ich habe es erstmal für den Anfang ausgemacht. Ist der Wagen so schwer? Kommt überhaupt nicht in Gang hier. Na gut, B. Der Drescher da jetzt nicht weiter, weil der nicht ganz leer ist, aber der Wagen voll, oder was? Na gut. Das soll jetzt aber klappen. Drei Träger haben wir aktuell, deswegen muss ich den Ballenwagen hier mal eben abstellen. Hänge ich den hier an den Grubber. So, ja, ich muss natürlich leer nach oben fahren. Das eigentlich auch ausstellen, dass die Kamera sich bewegt, wenn man jetzt bergauf fährt, zum Beispiel, weil wenn man bergauf fährt, dann hängt die Kamera gefühlt hier unten.
Das kann man doch auch irgendwo einstellen, oder nicht? Ich gleich mal eben gucken. Aber ich würde sagen, ich beende die Folge hier an dieser Stelle. Und dann sehen wir uns in ein, zwei Tagen zur nächsten Folge wieder. Und wie gesagt, Mods und so immer in die Kommentare rein, gucke ich mir an. Und wenn die mir gefallen und die in den Fuhrpark, sage ich jetzt mal, passen, dann nehme ich die mit rein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut rein.